Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und Rocket Potato ist auch dabei. Ich finde das witzig, Moin. dass ich dich immer Rocket Potato nenne. Ja. ja, egal. Auf jeden Fall, er ist da, weil wir gleich noch auf euren Wunsch noch. Also, wir wollten einfach mal so ein bisschen reden, ein bisschen spielen, aber ihr habt euch auch gewünscht, dass wir nochmal Let's Build City spielen, aber erst, wie ihr seht, FIFA Rewards wie jede Woche am Freitag kommen, weil man bekommt die ja immer donnerstags, aber morgen habe ich ja auch Geburtstag und dann kommt, also an dem Tag, wo das Video kommt und dann, ja, kommt das pünktlich zu meinem Geburtstag. So, wir fangen mit 2 5K-Packs an. Ich wünsche dir Glück. Ja, danke. Daraus ziehe ich eh nichts, also. Ja, kein Walkout, Mist. war zu erwarten. Oh, das stoppt sogar direkt. Oh mein Gott. 76er. Janne, 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 warum wünschst du mir eigentlich Glück? Das ist so kacke. So, nächstes 5K-Pack, das kann man auch eigentlich direkt wegschmeißen. Es ist kein Walkout, was erwarten wir? Und er kommt auch direkt wieder raus, droht man. Also ganz, ganz scheiße ist das hier. Dann Maximovic, Mangani. So, aber dafür Dead Eye und Powerhouse haben wir dazu bekommen als Chemistry Styles. Dann Premium Goldspieler Pack, das ist 25k wert. Davon haben wir zwei. Und nichts. Also, falls ihr euch wundert, oh, Champions League? Oder. Oh, Copa Libertadores. Digga. Ja, ich kann diese Farbtöne nicht auseinanderhalten. Soboschlei dahinter, Tauvin habe ich aber schon, Alter. Warum brauche ich den? Ich habe den doch letztes Mal schon gezogen. Ja, deswegen habe ich den auch in. In. Untrade nochmal, das heißt, wir discarden den ohne was zu bekommen. Das ist ja wunderbar. 82er weg. So, noch ein 25k-Pack. Ich habe Rang 2 gemacht. Also, dieses Mal ein bisschen mehr gespielt. Ich hätte auch Rang 1 geschafft, aber dafür hätte ich öfter spielen müssen und dafür, dass man eigentlich dieselbe Anzahl an Tore bekommt, an Packs bekommt. Zwar anderer Wert, aber. Das ist ja eigentlich. Es droht man direkt nochmal gezogen. Das ist ja wunderbar. So, Muslera, ich finde, der sieht ja eigentlich gar nicht alt aus, ne? Der ist einfach 34, sag mal. So, und damit kommen wir zum 35k-Pack. 18 Wears, 30 Non-Wears. Und es ist kein Walkout. Aber er geht durch. Er geht durch. Oh mein Gott. Da freuen wir uns aber. Higuain. Aber ein 83er, also kann man benutzen, ist. Oh, Eder Militao, der soll OP sein. Jonathan Vieira. Nacho Vidal. Ja. So, und das nächste 35k-Pack. Komm, jetzt mal ein Walkout, damit ich das schön in Titel schreiben kann. Oh! Der geht auch nicht durch. Doch. Linksverteidiger. Hakuna Matata. Der war so schlecht, aber egal. Ocampos, Janet, Tete, Stephens, bla bla bla. Vier Doppelten. Rabiot? Ja, Rabiot geht doch. Ah, habe ich alle untrade wahrscheinlich. Ah ne, der eine ist trade. Ja, dann tun wir den auch auf die. Ja, haben eigentlich nichts gezogen. Vielleicht mache ich nächstes Mal wieder Gold 1, weil. Vielleicht mache ich nächstes Mal wieder Gold 3, weil da haben wir mehr gezogen. Oder ich mache einfach Gold 1 nächstes Mal. Vielleicht ziehen wir dann ja was. Rumpenya, wie viel ist der wert? Bestimmt nicht viel, aber Spanier La Liga kann man doch bestimmt als SBC-Futter verwenden. Also so schlecht wird der jetzt auch nicht sein. Ich schaue ganz kurz nach. So, Ruben.
Peña heißt der, ne? Ja. Ruben Peña Jiménez, 700. Wow, da hat es sich aber gelohnt nachzuschauen, ne? So. Perfekt. Ja. Noch ein letzter Blick auf diese wunderbare Mannschaft. Ah, ich habe letztens den Beckham natürlich bekommen. Bekommt ihr auch, wenn ihr euch noch bis zum 15.01. einloggt, einfach einloggen und dann bekommt ihr Beckham. Und dann habe ich auch den Story Jong-Woo-Jong bekommen, aber sonst haben wir noch irgendeinen guten. Paul Lopez zählt nicht, der ist nicht gut. Van de Beek habe ich doppelt gezogen letztes Mal. Ja, und damit ist das Opening eigentlich auch vorbei. Wir haben was Wunderbares gezogen natürlich. Wir haben Rabiot gezogen, den wir direkt discarded haben. Der beste Spieler, den wir gezogen haben, ist Higuain. Und der ist komplett unspielbar. So, haut rein. Tschüss.